Ausstieg aus der Atomkraft, aber auch aus der Kohleverstromung war eine richtungsweisende Entscheidung. Und ich denke, diese Abkehr von den fossilen Energieträgern ist ein deutliches Signal hin zu einer erfolgreichen Energiewende, aber gleichzeitig auch eine klare Botschaft, ein klares Bekenntnis und ein kräftiger Schub für die erneuerbaren Energien. Wir stehen uneingeschränkt zur Technologieoffenheit. Das heißt, die regenerativen Energiequellen wie Sonne, Wasser und Wind, sie stehen uns ja unbegrenzt und unerschöpflich dauerhaft zur Verfügung. Sie bilden gemeinsam mit der Bioenergie einen echten Mix und gleichzeitig eine Vier-Säulen-Strategie, die es gewährleisten sollte, dass wir eine nachhaltige, eine umweltfreundliche, eine bezahlbare, aber insbesondere eine krisensichere und vor allen Dingen versorgungssichere Energiewende bekommen. Ein zentraler Baustein für uns Freie Wähler ist eine dezentrale Energieversorgung aus den erneuerbaren Energiequellen mit möglichst hoher regionaler Wertschöpfung. Damit schaffen wir eine Unabhängigkeit von globalen Rohstoffmärkten und wir kurbeln natürlich unsere eigene Energiewende hier im Land kraftvoll an. Dazu hat auch unser Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine Regierungserklärung präsentiert mit dem Bayerischen Aktionsprogramm Energie. Darin enthalten sind rund 70 Einzelmaßnahmen und dazu gehört übrigens auch die Digitalisierung der Stromversorgung. Koordiniert werden diese Maßnahmen von der Bayerischen Landesagentur für Energie und Klimaschutz. Mit Solarenergie fördern wir Photovoltaik und benötigen dazu auch dringend intelligente Speichermöglichkeiten. Die bayerische Staatsregierung hat die Weichen gestellt, hat eine neue, ambitionierte Zielmarke für Photovoltaik gesetzt, das Kontingent für Photovoltaik deutlich gesteigert und die Freiflächenkulisse auf 200 Anlagen pro Jahr erweitert. Wir stehen auch zur Bioenergie. Wir fördern hier energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und wir haben auch ambitionierte Ziele in Sachen Windenergie. Wir unterstützen hier zum Beispiel die Kommunen beim Bau von neuen Projekten oder in der Infrastruktur in Form von Bürgerbeteiligung, zum Beispiel mit attraktiven Renditeprojekten. Absolute Priorität aber hat für uns die Entwicklung der Wasserstofftechnologie. Wasserstoff wird eine tragende Rolle bei der Energiewende, aber auch bei der Wärme- und Mobilitätswende spielen, nämlich als Brennstoff selbst, als Energiespeichermedium und als Energietransportvektor. Letztendlich, Wasserstoff wird der Energieträger der Zukunft sein. Nun, Energiewende heißt ja für uns nicht nur Stromwende durch die erneuerbaren Energien, sondern sie gilt auch übergreifend auf die Sektoren Wärme und Verkehr. Ich denke da zum Beispiel gezielt an die Förderung der Elektromobilität, an Hybrid- oder künftige Wasserstofffahrzeuge. Und wir investieren auch in die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Durch geeignete Verfahren ist es über KWK möglich, Strom und Wärme gleichzeitig zu erzeugen. Ich bin der Überzeugung, Klima und Konjunktur müssen in ein Paket, Wirtschaftswachstum und Energiewende müssen im Einklang stehen. Wir präferieren die Verschmelzung, die Harmonisierung von Ökonomie und Ökologie und das alles im Sinne einer sozialen Verträglichkeit. Wir bekennen uns ausdrücklich und uneingeschränkt zum Klimaschutz. Die Energiewende hat dabei eine absolut zentrale Bedeutung. Sie ist unabdingbare Voraussetzung für den Klimaschutz und stärkt den Klimaschutz. Wir orientieren uns am Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung. Bayern hat dazu ebenfalls ein eigenes Klimaschutzgesetz geschaffen. Und insgesamt setzen wir auf eine nachhaltige Gesamtstrategie, zukünftiges Wirtschaftswachstum, ökologische Innovation, Technologieoffenheit, Digitalisierung und soziale Transformation sorgen auch künftig dafür, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in Bayern und in unserer Region. Und damit, glaube ich, untermauern wir auch ein Kernziel, denn wir wollen ja spätestens 2050 auch in Bayern analog des Pariser Klimaschutzabkommens klimaneutral, sprich CO2-frei sein. Und unter diesem Aspekt kann ich nur sagen, Klimaschutz ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, Klimaschutz ist unser Zukunftsschutz.
Wichtig in meiner Heimat, in meiner Region, ist mir insbesondere die Förderung der Kultur, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, Schule, Bildung, Wissenschaft, aber auch die flächendeckende medizinische Versorgung durch Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Und nicht zu vergessen natürlich die Kernthemen, allen voran Wirtschafts-, Energiepolitik, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Lebensgenuss. Authentizität, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ist meine Heimat mein Kulmbach? Dass ich ganz einfach gesund bleibe, persönlich, und dass ich privat wie auch beruflich weiterhin so glücklich leben kann. Und natürlich wünsche ich mir auch für uns weiterhin viel Erfolg.